Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Burgenländer, nachdem ich mich in 4 öffentlichen Veranstaltungen vor über 250 interessierten Bürgern vorstellen durfte, bei der kürzlich durchgeführten Diskussion über das Leitbild des Burgenlandkreises waren nur 100 Bürger anwesend und in über 30.000 Flyern und Anzeigen das Wahlprogramm der Freien Wähler, welche ich als dessen Landratskandidat vertrete, erläutert wurde, möchte ich nun die Möglichkeit der Videopräsentation nutzen über die Zeit zur Lupe und mich der Internetöffentlichkeit vorstellen. Mein Name ist Günter Weise. Ich wurde 1958 in Leipzig geboren, bin dort und teilweise in Ebersdorf, Thüringen, bis zum Abschluss der 10. Klasse aufgewachsen. Danach erlernte ich den Beruf eines Laboranten mit Abitur im VEB Otto Grotewohl Böhlen und arbeitete nach der Ableistung meines Grundwehrdienstes bis zu Beginn des Studiums 1979 als Anlagenfahrer im Dreischichtbetrieb. 1979 begann ich mein Wunschstudium der Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin bis 1983 und wurde nach einer Assistenzzeit von 1 Jahr 1984 im Kollegium der Rechtsanwälte Halle mit Sitz in Weißenfels als Rechtsanwalt zugelassen. Von 1987 bis 1989 arbeitete ich dann als Justiziar im VEB Gebäudewirtschaft Weißenfels und wurde im August 1989 wieder zur Rechtsanwaltschaft zugelassen, mit Sitz nunmehr in Naumburg. Zusätzlich übte ich von 1990 bis 1992 die Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender der UDA Schuh GmbH in Naumburg aus und von 1992 bis 2002 war ich Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Weißenfels an der Saale, die für über 3000 Wohnungen verantwortlich war. Politisch bin ich erst nach der Wende tätig geworden, mit der Gründung der Mittelstandsvereinigung der CDU in Naumburg und später im Burgenlandkreis, deren Vorsitzender ich bis 2000 war. In diesem Zusammenhang wurde ich später Mitglied der CDU und war mehrere Jahre auch stellvertretender Landesvorsitzender der MIT Sachsen-Anhalt. Nach dem Jahr 2000 legte ich meine Ämter in der CDU nieder und bin 2004 aus der CDU ausgetreten. Neben dieser politischen Arbeit, die aber nicht mit einem politischen Wahlamt verbunden war, war ich in Naumburg sehr engagiert im gesellschaftlichen Leben, gründete 1993 den noch heute existierenden Naumburger Geschäftsleute- und Unternehmerverein, dessen stellvertretender Vorsitzender ich 6 Jahre war. Und als wichtigste Aktivität der 90er Jahre erachte ich die Wiederbelebung der Naumburger Straßenbahn, deren Betrieb schon eingestellt war. 1993 habe ich hier mit den Naumburger Straßenbahnfreunden die Straßenbahn GmbH gegründet und den noch heute gültigen Nutzungsvertrag mit der Stadt Naumburg vorbereitet. Von 2000 bis 2002 war ich stellvertretender Vorsitzender des Kirschfestvereins. Das war eine sehr interessante Zeit, die mir trotz der Kürze viel gegeben hat. Seit 1991 bin ich Mitglied im privaten privilegierten Schützenchor Naumburg, der zweitälteste Schützenvereins Deutschlands, als Sportschütze in der Disziplin Trapp und Kleinkaliber Pistole und Gewehr. Sporttreibendes Mitglied bin ich weiterhin im Naumburger Tischtennisverein. Weitere Vereinsmitgliedschaften, die mir wichtig sind, sind die in der Sportvereinigung Naumburg 05 sowie im Innenstadtverein nach der Verschmelzung zwischen dem Marketingverein und dem Innenstadtverein Ende letzten Jahres. Wertvoll ist mir auch die Arbeit als stellvertretender Vorsitzender des Heimat- und Parkvereins Hackpfiffel in Mansfeld Südharz. Den Ort habe ich lieb gewonnen und ich freue mich, dass ich mich hier für diesen Ort im Schatten des Kiffhäusers einbringen kann.
habe zwei 26- und 28-jährige Kinder und lebe seit vielen Jahren in einer festen Partnerschaft. Wenn bei den vorangegangenen Hobbys und Aufgaben noch Zeit ist, dann fahre ich gerne Fahrrad, spiele Tennis, treibe Skilang- und Abfahrtslauf und genieße die ruhigen Stunden an meinem Koi-Teich. Bei diesem Leben könnte man eigentlich, würden jetzt auch viele andere denken, geruhsam alt werden, aber nein, 2008 war ich der Meinung, man müsste sich wieder politisch einbringen, nur meckern und Biertischdiskussionen bringen nichts darüber, dass sich die Politik und der Staat immer mehr vom Bürger entfernen und über das Volk hinweg reagieren. Die Politikverdrossenheit hat immer mehr zugenommen und die Politiker und die Politologen sinnieren dann in der Zeitung, woran es denn wohl liegen könnte. Aber sie stören sich auch nicht im geringsten daran, dass sie bei einer Wahlbeteiligung unter 40% mit 21% der abgegebenen Stimmen gewählt werden. Und das soll dann eine demokratische Entscheidung sein. Mir sträuben sich da die Haare und mir fällt nur eine generelle Regelung ein, die auch die Politiker unter Druck setzen würde. Wahlen mit einer Wahlbeteiligung unter 50% sind nicht demokratisch und deshalb abzuschaffen. Im Grundgesetz, Artikel 21, steht drin, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung der Bürger mit. Im Parteiengesetz steht dann ganz konkret drin, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung entscheidend mitwirken und hier Mittler und Vertreter des Volkes sind. Diese Formulierung im Parteiengesetz aus dem Jahre 1967 sind völlig veraltet und nur weil dann einige demokratische Mändelchen im Gesetz verankert sind, Bürgerentscheid und Volksentscheid mit sehr hohen Hürden, ist die Demokratie noch lange nicht gewahrt. Die Freien Wähler sind für mehr direkte Demokratie, wo auch was zu bewirken ist. Wo nämlich die Politik Angst hat, dass Volksentscheide was bewirken können, auf Bundesebene, da wehren sich die regierenden Parteien, jetzt SPD und CDU, ganz stark dagegen, um ja nicht hier Einflussnahme vom direkten Volk, obwohl es im Grundgesetz und Parteiengesetz steht, zu ermöglichen. Deshalb bin ich den Freien Wählern beigetreten. Die gibt es seit den 60er Jahren in der Bundesrepublik. Bei uns im Mitteldeutschland nach der Wiedervereinigung seit Mitte der 90er Jahren. Die Freien Wähler sind eine kommunal orientierte Wählervereinigung, sehr vielschichtig und nicht vergleichbar mit einer herkömmlichen Partei. Man sagt eigentlich schlechthin, wir sind die Grünen des 21. Jahrhunderts, denn man sieht es an den Posten, die jetzt die grünen Vertreter einnehmen, die sind längst im Bürgertum, im Establishment angekommen und alleine ab und zu mal bei einer Atommeiler-Demonstration mitzumachen, reicht halt für ihre Reputation nicht aus. Deshalb bin ich den Freien Wählern beigetreten. Die Freien Wähler sind in Sachsen-Anhalt die drittstärkste kommunale Kraft, im Burgenlandkreis, in allen kommunalen Parlamenten vertreten, nehmen Funktionen ein wie Gemeinderatsvorsitzender, in Zeitz Stadtratsvorsitzender, sind meistens mit die stärksten Gruppierungen. Und im Rahmen der 1998 schon gegründeten Freien Wähler Burgenlandkreis, deren amtierender Vorsitzender ich jetzt bin, gibt es die viele Freie Wählervertreter, die jetzt erstmals in das Parlament im Burgenlandkreis einziehen möchten, bei der jetzt anstehenden Kreistagswahl und die ich als Landrat unterstütze. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Wählergruppierung, die mit einer starken Fraktion in den Kreistag einziehen möchte, auch in der Lage sein muss, einen kompetenten, sachkundigen Landratskandidaten zu stellen. Und deshalb habe ich mich, nachdem ich schon an den Landtagswahlen 2011 und an den Bundestagswahlen 2013 teilgenommen habe, zur Verfügung gestellt, diese Funktion zu übernehmen und für die drei Wahlbereiche der Freien Wähler Burgenlandkreis anzutreten. Das sind Freiburg, Naumburg und Teuschern-Hohenmölzen.
mit der Wählerverbindung zu den Freien Wählern Zeitz. In Weißenfels haben wir keine Wählervereinigung, die unter dem Namen Freie Wähler antritt, sondern dort sind mit uns verbunden die Bürger für Weißenfels, die ihren alten Namen behalten wollten, mit denen sie schon 2007 in den Kreistag eingetreten sind. Wofür stehen die Freien Wähler im Kreistags- und Landratswahlkampf? Wir Freie Wähler stehen für bezahlbare Kitaplätze und kleine Grundschulen vor Ort, für eine familien- und seniorenfreundliche Region, für finanzstarke und gesunde Kommunen, denn kommunale Selbstverwaltung ohne ausreichende Finanzen ist ein hohler Torso. Für mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz, für eine weitere Stärkung des ländlichen Raums, für eine weitere regionale Stärkung des Tourismus, für ein übergreifendes Sportstättenkonzept in Stadt und Land. Wenn Kinder schon zum Kindergarten 5 Kilometer gefahren wären, zur Grundschule 15 Kilometer, zur Sekundarschule oder Gymnasium über 30 Kilometer, zur Berufsschule über 100 Kilometer, muss man sich nicht wundern, wenn sie dann unser Land verlassen. Und die bestgemeinte Rückholaktion bringt nichts, wenn diese Grundlagen, die im Kindesalter anfangen, vernachlässigt werden. Und diese Vernachlässigung haben wir jetzt ganz konkret vor Ort. Die Kindertagesstättenplanung liegt seit kurzer Zeit beim Kreis. Die Planung wurde kürzlich erst vom Kreistag verschoben und wird im zweiten Halbjahr durchführen. Und hier hat der Kreis ganz konkret Verantwortung für die Anzahl der Kitas vor Ort. Und es kann nicht sein, dass kleine Gemeinden schon ohne Kindereinrichtung sind. Und noch bedrückender finde ich, wie ich jetzt gelesen habe, erst in der Zeitung der Gemeinde Lahnitz-Hassetal, dass im Ort Pomnitz der letzte Spielplatz platt gemacht wurde, weil keine Kinder mehr da sind. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie von der Landesregierung vorgegeben wird in den vorgenannten Gesetzen, müssen wir uns nicht wundern, wenn Sachsen-Anhalt ausstirbt. Der demografische Rückgang ist zu beeinflussen, wenn man es wirklich will. Und die Schulplanung gehört genauso dazu. Viele kleine Schulen sollen jetzt geschlossen werden. Es sind, glaube ich, 47 beim jetzigen Stand angeordnet vom Minister Dorgelow, ein SPD-Minister. Auch im Burgenlandkreis sind mehrere Schulen davon betroffen. Ich habe selbst bei meinem Wahlkampfflyer mich mit der Spitzenkandidaten für den Wahlkreis 4 fotografieren lassen vor der zu schließenden Schule Prittitz. Es ist einfach falsch, wenn hier erzählt wird, selbst vom Kreis oder vom Land, die Kommunen könnten selber darüber entscheiden. Auf der anderen Seite werden aber konkrete Zahlen vorgegeben, die utopisch sind. Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite aufgrund der Geburtenraten die Kinderzahl abnimmt und gleichzeitig die Schülerzahlen pro Klassenjahrgang erhöht werden von 60 auf 80 auf 100. Bei Kindergartenplätzen das Gleiche, von 12 auf 18 soll jetzt erhöht werden. Ja, was ist das für eine kommunale Selbstverwaltung, wo ich über meine eigenen Einrichtungen entscheide in der Bildung und auf der anderen Seite ich gar keinen Entscheidungsrahmen habe, weil ich dafür nicht die Finanzen vom Land kriege. Das ist eine Politik, die Freien Wähler nicht mitmachen und die auch entlarvt werden muss. Insofern SPD und CDU zum Landtagswahlkampf etwas ganz anderes erzählen. Einige werden sich noch an die SPD-Plakate erinnern. Wir streichen keine Schulen, wir streichen alle. Und dann steht in der Koalitionsvereinbarung auch dies noch drin. Es sollen die Grundschulen nicht weniger werden. Steht wörtlich in der Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU drin. Und dann kommt zwei Jahre später, als ob wir alle an Demenz leiden, die Anweisung, die Klassenstärken zu erhöhen und entsprechend Schulen zu schließen. Bis zum Jahre 2020 hätte das zur Folge eine Schulschließung von über 150 Schulen. Das geht nicht mit den Freien Wählern. Das werden wir auf kommunaler Ebene aufs Schärfste bekämpfen und auch in den schon nächsten Jahr beginnenden Landtagswahlkampf für 2016. Was verstehen wir unter familien- und seniorenfreundlicher Region?
Wir verstehen darunter, dass sich alle Altersgruppen in den Orten, in den ländlichen Regionen wohlfühlen. Von den Kindern mit kurzen Wegen zu den Kindereinrichtungen, zu den Familien mit flexiblen Arbeitszeiten, mit Erreichbarkeit aller Behörden bis hin zu den Senioren, seniorengerechtes Wohnen. Ich habe jetzt erst kürzlich an der Gesundheitsmesse im Burgenlandkreis teilgenommen, auch an der Seniorenkonferenz. Hier kamen viele Anregungen und Initiativen zum seniorengerechten Wohnen, dass sich auch die Bürger im Alter in ihren Ortschaften wohlfühlen, bis hin zu dem wichtigen Fakt, dass der öffentliche Nahverkehr hier nach wie vor gegeben ist. Hier hat erst kürzlich der Kreistag einen Beschluss gefasst, zum Beispiel die Busverbindung von Osterfeld nach Weißenfels einzurichten, weil eben das von den Bürgern gewünscht ist. Hier muss man auch auf die kleinsten Anregungen von Bürgern, aber auch von Seniorenbeirat reagieren, bevor die Leute sich hier unwohl fühlen. Heimatgefühl kommt nicht von allein. Das ist ein Zusammenspiel von vielen kleinen, wichtigen positiven Bedingungen, aber wenn Heimatgefühl einmal da ist, dann ist es von unschätzbarem Wert und tut einer Entvölkerung ganz massiv entgegenstehen. Das Sicherheitsgefühl im ländlichen Raum ist ganz wichtig. Dass es wichtig ist, merken wir daran, wie sich der Innenminister hier windet. Einmal Einsparmaßnahmen, zum anderen eine Polizeireform. Dann sollen jetzt wieder, zu DDR-Zeiten hieß es, ABVs eingeführt werden. Das ist eine gute Idee mit den jetzt genannten Kontaktbereichsbeamten. Plus wir haben keine DDR-Zeiten mehr, wo ein ABV für 5 Ortschaften ausreicht. Und auf der anderen Seite wird eine überflüssige Polizeidirektion in Dessau erhalten. Mit dem Geld, was man mit der Schließung dieses Standortes einsparen würde, könnte man wieder mehr Sicherheit im ländlichen Raum bewerkstelligen. Wir sind der Meinung, eine Entfernung von mehr als 30 Kilometer zum nächsten Polizeirevier kann nicht sein. Und wir sehen heute schon, dass die Polizei sich entschuldigt, dass sie nicht innerhalb von 20 Minuten vor Ort war, weil auch gerade ein anderer, größerer Einsatz wichtiger war. Das kann und darf nicht sein. Jeder Polizeieinsatz betrifft einen einzelnen Bürger. Und das, woanders was wichtiger ist, ist keine Entschuldigung für die fehlende Präsenz. Ebenfalls sehr wichtiger Fakt ist der Internetanschluss als infrastrukturelle Maßnahme. Wir Freien Wähler haben 2013 im Bundestagswahlkampf dafür gekämpft, dass jeder Ort hier mindestens eine Datengeschwindigkeit von 50 Megabytes haben muss. Und in Naumburg und größeren Städten ist diese Geschwindigkeit schon gegeben. Ich bin aber erschüttert, dass es noch Verbandsgemeinden gibt, wie kürzlich erst Wedertal und jetzt auch Treußischer Forst, wo noch viel geringere Geschwindigkeiten nur anliegen. Das hemmt die Ansiedlung von Firmen und ist auch für mich unverständlich, denn es gibt hier entsprechende Bundes- und Länderprogramme, die abgerufen werden können von den Kommunen und wo durch Förderung bis zu 70% die Voraussetzungen geschaffen werden, dass auch diese Orte, bei uns betrifft das zum Beispiel Schönburg, in der Nähe von Naumburg, ja, über diese Mindestgeschwindigkeit verfügen. Also hier sind auch die kommunalen Vertreter, Verbandsgemeinde, Bürgermeister zu befähigen, diese Förderung massiv und schnellstmöglich abzurufen und nicht erst wie jetzt bei einer Mitbewerberin von mir, dies im Wahlkampf als wichtigen Punkt zu erkennen. Wohnen und Leben im Burgenlandkreis heißt auch, sich für die sozial weniger bemittelten Bürger zu kümmern. Und da hören wir in der Praxis immer wieder, auch über unser Mitglied, Frau Irene Skabert-Gurski, die Vorsitzende des Haus- und Grundeigentümervereins Naumburg-Weißenfels ist, dass die Verwaltungsrichtlinien über die Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB Römisch 2 nicht schnell genug überarbeitet werden, nicht angepasst werden und hier eine ungenügende Kostenerstattung für die Betriebskosten von Hartz IV-Beziehern erfolgt. Das führt immer wieder zu Streit, Einsprüchen
die bei einer ordentlichen Bearbeitung durch die Behörde und durch das zuständige Jobcenter zu vermeiden wären. Im touristischen Bereich haben wir im Burgenlandkreis eine Menge geschafft. Die Tourismusvereine arbeiten aktiv, die Ortschaften, die Industrie und die Vereine sind auf den wichtigen Messen vertreten, der ITB oder auch der Grünen Woche. Das ist ganz wichtig und ich habe mit Freude erst kürzlich einen Artikel gelesen, dass sie am Stand des Burgenlandkreises viel mehr Besucher stehen bleiben und neugierig gemacht werden auf unseren Kreis, wie zum Beispiel am Stand der Stadthalle. Das ist aber dennoch noch auszubauen. Der Weltkulturerbeantrag im Naumburger Raum wird hier eine Leuchtturmfunktion übernehmen, aber der Burgenlandkreis ist nicht nur Naumburg und Freiburg oder Bad Kösen. Der Burgenlandkreis geht von Memleben bis nach Kaina, vom Saale-Radwanderweg bis zum Elster-Radwanderweg, von der Saale-Weinmeile bis zur Zeitzer Weinroute bis nach Würschwitz. Und hier ist noch viel Potenzial da. Ich freue mich als Naumburger, dass die Zeitzer hier nachziehen. Aber hier ist noch viel Potenzial da, um eine Angleichung zu erreichen. Nicht nur im Namen. Warum heißt der entscheidende Tourismusverein Saale-Unstrut-Tourismusverein und nicht Saale-Unstrut-Elster-Tourismusverein? Ist eine kleine Erweiterung des Namens, aber man zeigt hier von verantwortlicher Stelle, dass es um den gesamten Burgenlandkreis geht. Es kommen noch einige kleinere Sachen, die aber auch als Landrat auf mich zukommen würden und regelungsbedürftig sind. So liegt mir zum einen am Herzen die Chorbäder. Nicht nur, weil Bad Kösen nunmehr zu Naumburg gehört, sondern weil hier die Absprachen zwischen den Bädern, zwischen Bad Sülza, Bad Kösen und Bad Bibra, die relativ eng beieinander liegen, nicht mehr aktuell sind. Es gab damals vor über 15 Jahren mal Absprachen, welches Bad sich auf welche Schwerpunkte orientiert, aber an diese Absprachen wird sich nicht mehr gehalten. Es wird eine Konkurrenz gemacht um den nicht viel größer werdenden Markt, der nicht mehr bezahlt wird von den Kassen, sondern es ist ein freier Markt, wo die Kurpatienten auch privat zahlen. Und hier muss diese Absprache zwischen den drei Bädern neu getroffen werden, um effizienter zu werden. Nicht nur, weil wir jetzt gerade in Bad Kösen über Fördermittel über 6 Millionen investieren. Für jede Investition ist eine Vorausschau erforderlich und dafür ist auch eine ordentliche Schwerpunktteilung zwischen den beteiligten Bädern notwendig. Die Abfallversorgung ist Abfallentsorgung ist meines Erachtens ebenfalls regelungsbedürftig. Im Rahmen der kürzlich erfolgten Neuausschreibung kam es zu erheblichen Engpässen in den Städten und zur Vermüllung sondergleichen, was ich gar nicht für möglich gehalten hätte. Hier muss bei der Ausschreibung korrekter vorgegangen und ausgewählt werden. Es kann nicht sein, dass unterdimensionierte Firmen hier den Zuschlag kriegen und die Bevölkerung dann drunter leidet. Die Abfallentsorgung als ganz wichtige Zuständigkeit des Burgenlandkreises ist hier zu optimieren. Und zum Abschluss noch ein ganz persönliches Thema von mir und den Freien Wählern, was etwas untergegangen ist bei der ganzen Diskussion, Fusion der Personenverkehrsgesellschaften, Schnittstellenprogramm, Schulbusprojekte und ausufernder Schulbusverkehr, die Burgenlandbahn. Als der letzte Landrat des Burgenlandkreises, Harry Reiche, der jetzt noch amtierende Landrat des Burgenlandkreises, vor 14 Jahren angetreten ist, damals als Kesselschmied und kleiner Bürgermeister gegen einen Verwaltungsjuristen, Herrn Pleye, der heute Präsident des Landesverwaltungsamts ist und erfolgreich war. Hier gibt es schon Parallelen zu heute. Hat Harry Reiche gesagt, die Burgenlandbahn ist das Rückgrat des Burgenlandkreises und es schmerzt mich, wenn ich heute sehe, wie dieses Rückgrat immer mehr unterbrochen ist.
immer mehr Teilstrecken stillgelegt werden und der Burgenlandkreis in seiner gesamten Länge nicht mehr von einem umweltfreundlichen und mit der Region verwachsenen Verkehrsmittel befahren werden kann. Es ist nicht damit getan, dass man ein kleines Stück von der Burgenlandbahn verlängert, von Nebra nach Wangen. Ich würde mich als Landrat dafür einsetzen, dass die Burgenlandbahn wieder durchgängig fährt und auch mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird. Denn die Kommune als Straßenlastträger kommt gar nicht mit Reparaturenausbau nach, wenn der ausufernde Pkw- und Lkw-Verkehr nicht etwas reguliert wird. Hier waren wir zu DDR-Zeiten schon mal weiter unter dem Motto Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Diese guten Ansätze sollte man durchaus wieder aufgreifen. Die Burgenlandbahn gehört zum Burgenlandkreis wie die Burgen und der Wein. Und auch die Unternehmen werden das danken, dass sie einen Schienenanschluss haben. Das ist immer noch ein ganz wichtiger Standortvorteil, der zu gewähren ist, auch durch den Burgenlandkreis im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Warum sollen Sie jetzt mich als Freien Wähler wählen und nicht meine Mitbewerber von CDU, SPD, Grüne oder AfD? Weil ich unparteiisch und nur den Bürger verpflichtet bin und keine Parteivorgaben zu beachten habe. Die Parteivertreter leugnen dies zwar immer zu Wahlen, dass sie selbstständig entscheiden können und nur das Miteinander zählt, aber die Erfahrung lehrt uns doch, dass die Parteilinie zu beachten ist und letztendlich kein politischer Kommunalvertreter gegen seine Parteilinie massiv vorgehen wird. Ich als Anwalt, der 30 Jahre Mandanten vertreten hat und immer alles in Frage gestellt hat, bis hin zum Bundesverfassungsgericht die Prozesse für meine Bürger geführt habe, für meine Mandanten geführt habe, habe gelernt zu kämpfen. Und dieses Kämpfen, was ich 30 Jahre für meine Mandanten getan habe, möchte ich jetzt für die Bürger des Burgenlandkreises einsetzen, parteilos, unabhängig und nur dem Bürger verbunden. Dafür bitte ich um Ihre Stimme.